Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tesla Effect. So, es gibt eine Neuerung. Und zwar, ich habe mir durch einen sehr lieben Kommentar, einen sehr hilfreichen Kommentar in einer der letzten Folgen, einmal ein paar Gedanken gemacht bezüglich dem Hilfesystem, das das Spiel hier bietet. Und es ist ja so, das habe ich nämlich jetzt mittlerweile ja auch dann rausgefunden, dass der Unterschied zwischen Spieler und gelegentlich, oder gelegentlich, glaube ich, hieß es, bei der Profilerstellung im Prinzip heißt Profi und Casual. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und Casual heißt eben, ja, Gelegenheitsspieler und in Kombination mit, in Kombination mit Hilfesystem. Das heißt, der Spieler, also die Kategorie Spieler, ist sozusagen Profi und bekommt einfach keine Hilfe. Das war's, Ende, gar nichts, null, kein gar nichts, überhaupt nichts. Also, um es zu verdeutlichen, ich hoffe, dass es hier geht. Ja, genau, dieses Ding hier, was jetzt blau wird, das ist im Spielerbereich nicht. Haha, und jetzt habe ich schon was verraten. Ja, jetzt muss ich aber vorher noch eins sagen. Eigentlich lässt sich das nicht mehr ändern. Wenn es also einmal eingestellt ist, lässt es sich nicht mehr ändern. Das ist vorbei. Ende. Schluss. Aus. Ja? Das heißt dann, neues Profil erstellen und dort entsprechend dann gelegentlich oder Gelegenheitsspieler eingeben oder anhaken. Dann hat man diese Möglichkeit wieder frei. Oder, und jetzt kommt das große Oder, im Internet surfen, bestimmte Begriffe gezielt eingeben in der Suchmaschine deiner Wahl und dort in Erfahrung bringen, dass es jemandem mal gelungen ist, mittels Hex-Editor das Save-File dahingehend zu analysieren, dass er den Punkt gefunden hat, wo zwischen Casual und Spieler bzw. Normal unterschieden wird. Und diesen Eintrag entsprechend anpassen. Das ist ein Wert, der von 01, das ist Spieler, auf 00, das ist Casual, geändert wird. Dieses Save-File dann starten, das habe ich hiermit getan, und man hat die Hilfe zur Verfügung. Und wer jetzt nicht weiß, was die Hilfe ist, ich mache es kurz auf. Dann sieht man nämlich das Ziel unserer nächsten Mission. Und zwar dieses. Ja? So, und jetzt ist nicht nur einfach da, dass hier quasi die Sachen stehen, so wie hier, sondern dass man eben auch unten die Informationen bekommt. Aber das ist noch nicht alles. Weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig sicher bin, ob es das wirklich ist. Aber ist auch egal. So, aber eine Sache, die ist definitiv nur als Casual-Player möglich. Und zwar, das hat man ja in diesem komischen Intro-Film gesehen. Ich weiß, ich laber hier gerade ein bisschen viel rum. Das muss ich aber ausnahmsweise mal tun. Weil Moment, Sekunde. Ich habe hier gerade ein kleines Problem. So, jetzt. Okay, ich musste den Countdown nämlich noch starten. Hab ich vergessen, wie immer. So, und zwar, es gibt noch ein kleines Ding, was man im Intro ja gesehen hat, das mit der Taschenlampe. Und das ist definitiv nur als Casual-Player möglich. Wenn ich die Taschenlampe aktiviere und mit der Taschenlampe über bestimmte Objekte fahre, dann... Oh, die Leiche. Er liegt gut da und hat immer noch die Pistole in der Hand. So, dann wird Folgendes passieren. Man sieht dann auf einmal... Sieht man es? Hier. Jetzt sieht man es. Am rechten Rand vom,
vom, also direkt über der Taschenlampe. Ja? Direkt über der Taschenlampe und am rechten Rand vom Lichtkegel sind doch diese Sternchen jetzt. Und die sind nur da, wenn man als Casual Player spielt. Das heißt, diesen Schlüssel, den ich hier wie ein Idiot gesucht habe, den hätte ich tatsächlich ganz einfach gefunden, wenn ich nur mit der Taschenlampe einfach alles abgeleuchtet hätte. Und dann wäre mir aufgefallen, dass da was ist. So, ich hoffe, dass das jetzt einige Sachen etwas erleichtern wird. Weil, ja, das Spiel ist eigentlich super, aber ich habe gelesen, dass es noch um einiges anziehen wird und dass es bestimmte Rätsel gibt, die sehr schwierig sind. Und dass man also auch da ja regelrecht dran zerbrechen kann. Und deswegen ist es tatsächlich sinnvoller, gerade hier im Let's Play, um einfach unnötige Wege zu vermeiden und solche Geschichten, also Folgen, die nur daraus bestehen, laufe von hier nach da, suche dort, gehe wieder zurück und verzweifle, sowas halt nach Möglichkeit, so weit wie es geht, zu eliminieren. So, und ich hoffe, dass das jetzt auch gelingen wird. Ich hoffe es. So, jetzt steigen wir endlich wieder ins Spiel ein und ich sag nur mal ganz kurz, herzlich willkommen zurück hier bei Tesla Effekt und jetzt geht's weiter bei Tag 2 mit Tex Murphy. This equipment is surveying several different locations, including my office. Someone knows what I've been up to. Yep, zum Beispiel deine sehr wahrscheinlich peinlichen Samba- und Latino-Tanzeinlagen. Die könnten eventuell peinlich geworden sein. So, was ist mit dem Jungen hier eigentlich? Tough break, hombre. Jop, das würde ich auch sagen. Okay, das ist derselbe Text. Er hat gesoffen wie ein Loch. Not even one crate of mixers. This guy was hardcore. Ja, das ist echt klar. So, wir haben hier auch noch jede Menge Pullen und hier haben wir einen Brief. Dort steht Carlos. Here are the instructions, Mason Powers. Und es ist ein USB-Stick. Nein, halt. Es ist ein USB-Stick. Yep. Und das hier? Strictly speaking, I would never encourage anyone to break the law, but those sirens are getting awfully close and a life sentence for a machine can last a very long time. So move! Warum? Wieso? Außerdem höre ich nichts. As I try to make my great escape down the ladder, I find two officials waiting to greet me. What? Wo? Hello, boys. Well, if it isn't Tex Murphy, what were you doing in there? Well, it's a little hard to Oh, you know the drill. Genau. I was really trying to get my hands on that surveillance. Was ist das denn? Sieht aus wie ein PW und so weiter. Now the only way I'll find it is if New San Francisco's finest decides to play ball with me. I don't know why they'd start now, but I'd better polish up on the old Murphy charm. Whether you're a mutant or a norm, San Francisco is our home. Be a part of the solution to crime. If you see something suspicious, please report it to the SFPD immediately. I got about a million things to do, and wasting time on you ain't one of them. Wow. Didn't take you long to get in trouble, did it? You here to turn yourself in? Was? Oh, jetzt geht's wieder los. Ich würde sagen, Aufstieg nach oben. Danwich? I hardly recognized you. What, been 10 years? You were still a patrolman back then. I'm surprised you remember me. Was? Entscheidung für das Sponsoring? Ah, bestechen. Macht er das? Besticht Tex? Keine Ahnung. Ist Tex jemand, der besticht? Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Schwierig. Ich würde sagen, noch nicht. I may not have told anyone this before, but you're actually my favorite patrolman. In case you didn't get the memo, I head up the department now. And things aren't as loosey-goosey as they were under Malden. Okay, jetzt könnten wir eventuell zwischen dir und mir. Ja, warum nicht? Yeah, I gotta admit, Malden did like his gooseys a little loosey. So why is it you think I came down here to turn myself in? Well, we just found you at a crime scene with a dead body. That dead body happens to be Carlos Maldonado, a PI working the same neighborhood as you. Is that your way of intimidating the competition? Vielleicht. Jetzt kommen wir zum Direktmarketing. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die... Doch, jetzt gehen wir mal rein in die leichte Bestechungslinie. Seems a little extreme to me. Flyers and discount coupons have always worked much better for me. I was just reviewing your file when you came in. Okay. Is that a lot? Because it looks like a lot. August, 2047. Beekneries. NSFPD informant. Beaten and hospitalized after providing information about Tex Murphy. Oh. Nerys refuses to identify his assailant. No charges ever filed. The Elefantenmensch. November, 2048. Surveillance video shows suspected extortionist Jen Lee leaving the Golden Pagoda with Tex Murphy, never to be seen again. The case remains unsolved. Shall I go on? In the past few years, you've gained quite a reputation for yourself. You've got New San Francisco's criminal underbelly running scared. Uh-oh. 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 Die Sonnenseite, ungläubig. Ich würde, also, das Problem ist jetzt folgendes. Das ganze Zeug bezieht sich auf Tex Murphy Abenteuer aus der Vergangenheit. Weil es gibt insgesamt 6. Also das hier ist der sogenannte 6. Teil. Und das ganze Zeug hat irgendwann angefangen in den, ich glaube, in den späten 90er Jahren. Wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich. Zumindest mich so in etwa zu erinnern. Also in den 90ern. So. Und wie gesagt, diese Fallakten und dieses Zeug, das bezieht sich jetzt tatsächlich so auf dieses alte... Ich könnte jetzt sagen, ungläubig, was aber Quark wäre, denn das würde jetzt jemand tun, der eigentlich gar nicht weiß, dass es noch vorher schon Tex Murphy Abenteuer gab. Wir wissen ja, dass es die gab und also ich weiß es mittlerweile und dadurch du jetzt auch. Deswegen ist es eher eins von diesen beiden mal zu nehmen und ich würde sagen... Tex ist zwar schon ein harter Bursche, aber er ist ja auch, er will ja weiterkommen. Und deswegen würde ich sagen... I can honestly say that I have absolutely no memory of any of these crimes. I mean, I'll take a polygraph test if you want. We yep. arrest criminals so they could be tried in a court of law. We don't just kill them and I won't tolerate vigilantism. If you didn't kill Maldonado... What were you doing then? Okay, jetzt geht es los. Wir werden nicht das Opfer beschuldigen. Wir machen mal eine hilfreiche well, Rede. I'm drawn to Lasernets like a moth to the flame. I followed the trail and saw that Maldonado had surveillance equipment aimed at my office. I want to find out what he recorded. Who cares what he recorded? If you're such an upstanding citizen, you've got nothing to hide, right? Was jetzt? Oh, oh. Nein, das wollen wir nicht. Nee, komm schon. Right. You're not going to check inside my toilet tank, are you? I don't even think you're joking about that. You're free to go, Murphy. For now. Okay.
Wir haben es doch geschafft. Na super. Okay, ich weiß nicht, ob es der richtige gute Weg war. Aber wir sind durch. Wir haben die Fragerunde überstanden und dürfen wieder gehen. Hervorragend. Und wir behalten auch unsere Lizenz, so wie es aussieht. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So, jetzt fangen wir mal an, hier die Fragen die Fragen hier mal durchzugehen. Also. I know Maldonado was a dirtbag, but unless it's in self-defense, killing somebody, even a dirtbag, is a crime and will be prosecuted. Okay, was ist mit dem Überwachungsvideo? Ich meine, er hat sie geschossen. Was soll das? Warum? Wieso? Weshalb? Also, gib mir Antwort. Was weißt du? I'm not allowed to let you see it. Komm schon. Komm schon, du bist... Okay, werden wohl die Überwachungsvideos uns dann irgendwie beschaffen müssen. Oder sie sind auf dem USB-Stick. She's an investigative reporter at the Bay City Mirror. One of the less obnoxious ones. Ah, okay. Okay, das wusste ich nicht. Was ist mit Chelsea? Nee, das wollen wir noch nicht. Das machen wir... That whole neighborhood seems to attract more than its fair share of trouble. Ja, das bezieht sich nämlich auch auf die ganzen Gebäude drumherum, die alle geschlossen sind. Hat auch was mit den vergangenen Fällen zu tun. Hab ich erfahren. Was ist mit uns selbst? I'm not sure what to think of you, Murphy. Komm, sag schon. Chelsea und Chandler. Mama Chelsea. As far as the coroner and the commissioner were concerned, finding Chelsea's remains in your speeder were enough to pronounce her legally dead. Uh-oh. Was? Dies war do- oh. I have no evidence of an abduction. Just a dead body and only one person of interest. It might be in your best interest if you could find out what happened. Ja, das ist genau unser Ding. Jawohl. Das ist genau unser Ding. Genau das wollen wir. Guck mal, der verschlüsselte Speicherstick. Schneewittchens Lager, Holy Grail, der Gedächtnisverlust. Da kommen noch Dinger, die wir hier freischalten können oder hätten gekonnt. Schade, ich glaube, hätten gekonnt. Mist! That encrypted memory stick probably has some useful information on it. Oh, great advice. If you could help me break it, then I'd be impressed. Oh, oh. I'll have to see if anyone else on the street can break it for me. Hallo, Untertitel? Warst du irgendwie gerade weg? Anscheinend. Wir müssen in unser Hotel. Ich weiß auch wo. Moment, warte mal. Unser Computer selber, geht der eigentlich jetzt wieder? Oder schon? Oder noch? Oder was auch immer? Was? Phone message waiting. Was? Phone message waiting. Phone message waiting. Phone message waiting. Oh. Phone message waiting. Unser Telefon. Phone message waiting. Ja. Phone message waiting. Looks like somebody's wiped my computer clean. Phone message okay, waiting. Das geht hier phone oben nicht. Message waiting. Nee. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß. Das Telefon. Ich weiß. Okay, aber unser Computer geht nicht. Und vielleicht kommen wir aber hier weiter. Problem with VidPhones is you can't call anyone from the bathroom anymore. Well, you shouldn't. Gott. Jetzt mal ernsthaft. Was? Use. That accomplished nothing. What? Hallo. Das ist nur ein Phone. Das heißt, ich muss. As I ring the bell, I expect Nilo, but another familiar face pops up from behind the counter. It's Clint. Looks like he's dabbled in some home plastic surgery was? To cover his empty eye socket. It's amazing what you can do with a tire patch, spray paint, and crazy glue. Nein! Ah, Mr. Murphy, will you be needing some housekeeping done? I can't remember the last time we saw you around here.
Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, ich habe mich nur gewundert, warum die Klingel auf einmal da steht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ah, verdammt. Gott, nein. Oh. Yeah, me neither. Don't know if you heard, but I had a little blackout. I used to get brownouts. Louis Chocolate Pie damn near put me in a coma every time. Aha, deswegen auch das. So, what are you doing behind the desk? Looking for Nilo's complimentary chocolates? You mean the ones he used to leave on the pillow, right? Those weren't chocolates, my friend. Man, I hope you didn't eat them. Oh, caca. Nilo, man, I haven't heard that name in years. Not since I bought this place from him. The city was gonna condemn it, but Nilo didn't feel like fixing it up, so he sold it real cheap. So, no more Coco Cabana? No, after a massive bender that ended with me in cuffs outside of the Hershey factory, I knew I had to change my life. And Preacher Gary, may he rest in peace, he set me straight. Now I just have a little tiny problem with the scotch. Okay. Well, you've done a bang-up job. You even got rid of the smell. What was that anyway? You do not want to know. God, I wish I could get amnesia for that memory. Okay. But on the bright side, we've exterminated most of the roaches and reinforced the foundation after the big quake last year. And finally got real fire extinguishers, so no more painted-on safety features. We're up to a 3-star cubic zirconia rating in the Mutant Leisure blog spot now. Okay. Wagniskapitalist, was? 2-time pingelig? Keine Ahnung. How did you afford all of this? I mean, didn't you normally eat up all your profits at the chocolate stand? It's mostly thanks to you, my number one tenant. You pay up front and I always throw in a little extra to make sure I keep an extra eye on your place. Aha. Eine schöne neue Unterkunft, eine matte Genie. Well, math isn't my strong point, but I think you're out of extra eyes. Did anyone ever tell you that you make it hard to give good customer service? It's come up. Ach, okay, auf das Auge. Paid to the end of the year, just like every year. You're hardly ever here these days, but hey, let me get my nose out of your business. That sounded disgusting. Let's change the subject. What can I do for you? Okidoki, guck dir das an. Okay, ich hätte den schon vorher fragen können. Ja, das ist ja ein Ding. Alter Schwede. Ah. Ja. Ja, gehen wir jetzt die Fragerunde. Komm, wir gehen die Fragerunde durch. I'm just living the dream. One chocolate-free day at a time. Okay. Maldonado? Nothing but trouble. I steer clear of that hombre. Okay. Das weiß er doch gar nicht. Maldonado is spying on you. Are you sure it was you? Genau, weil er hat ja dahinter irgendwas da zu verbergen. Ne? Das haben wir ja gehört. Holy crap. Nice girl for circuits and chips. Ah, okay, das ist Hologramm. Okay. We don't need to talk about that, do we? That was a real tragedy. Woher wissen die das alle? Ich meine, ja, gut, Vergangenheit, wahrscheinlich. Ach, Louis. I've got to steer clear of his diner. Too many chocolate memories. Haha, alles klar. So. Look, I know I used to joke with you about Chelsea being in love with me, but that was just my jealousy talking. Ach, ha, 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 okay. That's Louis' niece, right? Tall, brunette. Jetzt gehen wir mal durch. You keep being my best tenant, and I'll be your biggest fan. Deal? Ja, natürlich, klar. Das This may not be much, but it's mine, and I love it. Ja, das könnte so richtig sein. Was ist Dumbest mit dem... name ever for a shop. Das war's? Okay, das ist klar. Was ist mit... Nice guy, but he's got some screws loose.
Wer war denn eigentlich Archie nochmal? Oh Gott, ich... was ist mit den Löchern? Just get the holes patched before you move out, or I will keep your security deposit. Hey! Die Löcher sind ja nicht schließlich von mir, ne? Also, mal nicht so schnell mit den Pferden. The cops came by to ask me about that, but I wasn't here at the time. Was? Wie können sie dich dann ausfragen, wenn du nicht da warst? Das ist so bescheuert. Okay. Look, I've had my own problems, as you know. I was in a kind of a dark place 7 years ago. Dark, bitter, sometimes nuts, raisins. God help me, marshmallows. Okay, der Schokoladensüchtige. Und jetzt der I can't help you with that. I can barely work a toaster. Ja, dann müssen wir nach oben, ne? Ist ganz klar. So, und dann weg ist er. Weg ist er. Das war's. Weg ist er. Ah ja, okay. Lass mich mal gucken. Nice to meet you, Maldonado. Ha! Guck eins an hier. Haha! New San Francisco. Der hat eine Karte. Aloha, das ist eine Magnetkarte. I'll need to find a computer whiz to break the encryption on this memory stick. Ah, deswegen. Okay, ich muss einen Computerfreak finden. Alles klar. I'll need to find a Ja, das haben wir doch gerade. Hallo. Okay. Dann pass mal auf. Okay. Ich habe meinen eigenen, der geht nicht. Oder er geht doch. Ich werde folgendes. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Wir gehen nach oben, gucken nochmal, ob wir den Stick in unseren Computer kriegen. Dann gucken wir auch direkt nach dem Telefonat, was da noch offen ist. Und da wir die Magnetkarte haben, können wir ja eigentlich bei dem Eumel auch in sein Büro. Ach, das ist auf der anderen Seite. Ich dachte schon, das wäre hier. Also die Wand da. Diese komisch unsichtbare Wand. So. Dann versuchen wir bei dem Eumel da mal ins Büro zu kommen. Wir haben ja Magnetkarte. Und vielleicht, wer weiß, geht die Magnetkarte ja auch bei dem da hinten. Aber wie gesagt, das alles in der nächsten Folge von Tex Murphy. Bis dahin. Ciao. Tschüss.